Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir einmal zeigen, wie du das Modul Obsolete Importer benutzt. Und zwar kann man mit diesem Modul Charaktere aus dem Tool Obsolete direkt in Foundry importieren. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Modul verwendet. Es wird noch ein separates Video geben, in dem ich ein bisschen genauer auf den Obsoleten eingehe. Starten wir direkt mit der Installation des Moduls. Erst einmal findet ihr das Modul hier unter Add-on-Module, Modul installieren, nicht in den Paketen. Es ist nicht offiziell gelistet, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Ob sich das nochmal ändert, kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Ich kenne den Projektstand nicht, ihr müsst aber einen etwas anderen Weg gehen. Deshalb wechsle ich einmal kurz in den Internetbrowser. Hier im Internetbrowser habe ich die Projektseite geöffnet. Diesen Link verlinke ich euch auch einmal in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr hier den Installationslink, den ihr gleich wieder in Foundry braucht. Den kann ich mir hier recht praktisch kopieren. Ich wechsle zurück ins Foundry. Zurück im Foundry nehme ich den kopierten Link und kopiere ihn direkt hier unten in Manifest-URL. Über einen Klick von Installieren. Installiert er mir das Modul, gibt noch einmal eine Warnung. Letzte freigegebene Version ist die Version 086, aber ich habe es jetzt unter 088 getestet und bisher keine Probleme feststellen können. Ich wechsle zurück in die Spielwelten, starte meine Welt und kann dieses Modul dann direkt in den Einstellungen aktivieren. Module verwalten. Hier habe ich Obsolete to Foundry Importer, Module aktualisieren, er lädt einmal neu. Und dann finde ich hier unter dem Akteurverzeichnis den Import-Button. Bevor wir jetzt einen Charakter importieren können, müssen wir ihn auch erstmal aus dem Obsoleten exportieren. Dazu wechsle ich jetzt direkt mal in den Obsoleten. Hier sind wir im Obsoleten, ihr seht ein paar von mir vorbereitete Charaktere. Und es gibt dann hinter dem Charakter hier den Button Held.js.JSON exportieren. Der wird auch zum Beispiel von den Würfeltools verwendet, die es für Discord zum Beispiel gibt. Deshalb ist der hier relativ praktisch für viele Anwendungsgebiete. Wenn ich das auswähle, wird mir der Datei Explorer geöffnet, wo ich diesen Charakter hin exportieren möchte. Ich klicke auf Speichern und das war's. Das war eigentlich alles, was ich im Obsoleten machen muss. Ich wechsle zurück zu Foundry. In Foundry kann ich jetzt hier über den Import-Button und dann kommenden Dialog auf Datei auswählen klicken, navigiere in das Verzeichnis, wo ich meine Charaktere abgelegt habe und kann dann den Charakter, den ich importieren möchte, auswählen. Ich habe dann hier unten noch die Auswahl zwischen Pop-up zeigen und Notizen hinzufügen. Ich wähle mal beides, um euch beides zu zeigen und klicke auf Import. Das war's. Nur weil er hier steht, heißt es nicht, dass er fertig ist. Ihr müsst einen kleinen Moment warten. Dann seht ihr hier oben eine Meldung, erfolgreich importiert. Das ist gut. Ich zeige euch gleich noch mit einem anderen Charakter, dass häufig eine Warnmeldung kommen kann. Das hängt nämlich davon ab, welche Regelmodule ihr in Foundry verwendet und verfügbar habt. Die Magierin wurde jetzt ohne Probleme importiert. Ja, ich sehe gerade, hier gibt es bei den ASP noch Probleme. Das bedeutet, unter Magie muss ich wahrscheinlich einmal die Leiteigenschaft auswählen, genau die Klugheit. Dann sieht das schon wieder besser aus. Und ansonsten sind alle die Werte, die ich im Obsoleten eingetragen habe, 1:1 importiert. Ich habe meine Zauber, ich habe die Eigenschaften korrekt ausgefüllt, die Gesamt-AP sind drin, nicht die ausgegebenen. Also wenn ihr im Obsoleten noch Rest-AP habt, müsst ihr hier einmal noch den Restwert oder den Wert, den ihr der ausgegebenen eintragen, damit ihr die aktuellen AP ja, angezeigt bekommt. Wenn ihr Ausrüstung an dem Charakter hattet, wird auch diese importiert. Also alles das, was man so erwarten würde, ja, wird in den Charakter geschoben. Jetzt kommt ein kleines Aber. Es kann natürlich sein, dass ihr zum Beispiel das Grundregelwerk besitzt, aber im Obsoleten einen Charakter baut mit Inhalten aus dem Kompendium. Und dieses habt ihr euch nicht besorgt. Dann ist das kein Problem. Ihr könnt den Charakter trotzdem importieren. Ich zeige euch auch das mal. Ich habe hier einen Angriffsschirm vorbereitet, der einige Fähigkeiten aus dem Kompendium 2 oder zumindest eine Fähigkeit aus dem Kompendium 2 verwendet. Wenn ich den öffne. Ah, ich hake hier auch nochmal beides an. Ich hatte euch das Pop-up gar nicht gezeigt. Ich importiere. Wenn nämlich diese Meldung kommt, er wurde importiert, aber mit einigen nicht erkannten Elementen, dann
habt ihr, wenn ihr Pop-up auswählt, einmal hier hinten ein Pop-up, was euch anzeigt, welches Element nicht importiert werden konnte. Hier ist es eine Sonderfertigkeit, der Xolo-Stil. Und richtig praktisch, ich sehe direkt, aus welchem Regelwerk das kommt. Ich wähle meistens Pop-up nicht aus, sondern lasse es in die Notizen schreiben, weil dann habe ich hier unter Notizen direkt im Charakter dieselbe Ansicht nochmal. Und was sehr schön ist, das heißt nicht, dass diese Eigenschaft oder diese Sonderfertigkeit nicht vorhanden ist, sondern er legt euch tatsächlich eine Sonderfertigkeit an als Dummy, die ihr dann bearbeiten könnt, auch nochmal mit dem Verweis auf das Regelwerk, wo ihr dann sämtliche Sachen, die fehlen, eintragen könnt. Zum Beispiel weiß ich, das ist eine Kampfsonderfertigkeit, also kann ich hier auf Kampf ändern. Ich ändere dann nochmal das Icon zu einer Kampfsonderfertigkeit und könnte alle anderen fehlenden Werte und die Beschreibung noch ergänzen. Also auch das sehr, sehr praktisch. Ich zeige euch noch ganz kurz einen dritten Charakter. Das ist dieser hier. Bei dem habe ich nämlich einiges an Ausrüstung hinzugefügt. Und auch da kann es passieren, dass es die Meldung gibt, einige nicht erkannte Elemente, obwohl ihr regeltechnisch keinen Charakter habt, der irgendwie Regeln verwendet von einem Regelwerk, was ihr nicht besitzt. Sondern es gibt zum Beispiel manchmal Bezeichnungs- oder Unterschiede oder Probleme, diese Items zu erkennen. Das ist nicht weiter schlimm, auch die werden als Platzhalter hinzugefügt. Hier zum Beispiel seht ihr die beiden Elemente. Aber ja, nicht so angelegt, wie sie in Foundry vorhanden wären. Lösung wäre dann über die Bibliothek den korrekten Gegenstand hier reinziehen und diesen rauslöschen oder ihn anzupassen. Oder aber die Entwicklung dieses Moduls liegt nämlich in den Händen von jemandem, der primär auf der für die englische Version DSA entwickelt. Ihr könnt auch dann zurück in das GitHub des Moduls gehen. Ich wechsle zurück in den Browser. Hier zurück im Browser gibt es nämlich die Möglichkeit, auch Fehler oder Änderungswünsche oder sonstiges ja, dem Entwickler zukommen zu lassen. Das bedeutet, wenn ihr da etwas entdeckt, was nicht passt, so wie hier die Bezeichnung der Ausrüstungsgegenstände, könnt ihr sie ihm auch schreiben und er versucht sie dann so gut es geht anzupassen. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, er entwickelt primär für die englische DSA-Version. Ja, unterstützt ihn da gegebenenfalls auch nochmal, wenn es da um Übersetzung oder sonst irgendetwas gibt. Ja, und das war es zum Obsolete-Importer. Viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Es funktioniert sehr gut, sehr schön finde ich einfach, dass die Items, die nicht vorhanden sind, nicht komplett ignoriert werden, sondern ihr zumindest einen Dummy bekommt, den ihr anpassen könnt. Das war's mit diesem Video. Ja, wenn ihr weitere Informationen dazu möchtet, schreibt es mir unten in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.